Und weiter geht's, direkt danach. 2 Sekunden später. Da ist nichts, worüber das Ding hüpfen könnte. Kann ich hier irgendwas wegschießen? Nö. Das war bescheuert. Du musst kämpfen! Atme, Randall! Atme! Dann eben nicht. Hör eben auf zu atmen! Den Herzschlag kannst du mir das auch einstellen. Kratzt mich jetzt auch nicht mehr. Ah, ich starte jetzt hier. Ach so, Moment mal, was ist eigentlich in der anderen Richtung? Was ist natürlich? Wieso geht der einfach weiter? Ah, scheiße, beide Beine und ein Arm gebrochen. Aber wie habe ich schon in Super Mario 64 gesagt, solange ein Arm ist, können wir uns über den Boden kriechen. Kraxeln. Okay, noch ein Versuch. Wow. Hier können wir über Bande schießen. Perfekt. Und einmal zur Leiter, bitte. Okay, der Haarschaum ist wahrscheinlich... Ja, Schaum. Es riecht hier nach Haarschaum, nämlich gerade hier drin. In der Wohnung. Die Plattform ist wahrscheinlich auch nur dafür da. Die Stacheln meine ich, damit wir da nicht uns irgendwie durchcheaten. Du sollst dich festhalten, du Nasenkönig, wenn du schon nicht schwimmen kannst. Ja, guck mal, er kann schwimmen. Randall? Randall! Asshole. Bin ich jetzt? Gut, wir machen es nochmal. Springen wir von oben. Perfekt. You want to go back outside? Right now? No, Mr. Wayne. Now is not... Mr. Wayne, der kann sogar... Come on! Ich kenn sogar meinen vollen Namen. Da hat er mir die Brieftasche geklaut. Weißt du, Ratte? Ich glaube, ich werde aus dir Ragu machen, oder? Ratatouille. Good, good. You did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time, a very long time the rats been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rats smelled it. Klar hast du das gerochen, du wusstest, dass die ganze Welt unter Zombie-Apokalypse untergeht. Come with me, it's safe here. Glaub dir nicht. Ich kann mich nicht mehr steuern, okay. Ich erwarte ein Sinnbild des Grauens. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Kann aber nicht umbringen. Könnte nur runterjumpen. Das erscheint mir noch als sinnloser, als hier zu bleiben. Da links habe ich gestanden. Ah, sehr schön. When times change, men. Ist ja Mensch auch einer, Mr. Wayne. Die Ratte wusste, dass die Welt früher oder später untergehen würde. Also habe ich mir hier ein Versteck gebaut. In einer Rattenfalle wird die böse Katze nie nach einer lebendigen Ratte suchen. Fühle dich wie zu Hause und ignoriere den Geruch. Ruhe dich jetzt aus. Nimm dir, was du brauchst. Warum hast du mich nur hierher gebracht, alter Mann? Er müsste längst zurück sein. Die Ratte hat einen Sohn. Er kann gehen. Draußen verbrennt er nicht. Er müsste längst zurück sein. Er sollte wieder hier sein. Und jetzt? Ich weiß, wo er ist. Er geht gern dahin zurück, was früher sein Heim war. Heute jedoch nichts als Asche ist. Die Ratte riecht die Gefahr. Okay. Du könntest mir helfen. Du könntest ihn suchen, oder nicht, Wayne? Ich hab dir schon gesagt, dass ich meine Freunde finden muss. Hilf der Ratte und die Ratte hilft dir, Mr. Wayne. Die Ratte hört viele Dinge und kann herausfinden, wo deine Freunde sind. Vielleicht auch deine Familie. Finde meinen Sohn vor diesen Männern und du erfährst, was die Ratte weiß. Wenn ich schon kein Tor, kann ich auch synchronisieren. Auge um Auge, nicht wahr? Genau, ich stehe in deiner Schulter, da du mir das Leben gerettet hast. Okay, dann helfen wir jetzt also der Ratte und die Ratte hilft uns, dann ist alles rattengeil. Okay. Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much. Round down under. Solange ich nicht wieder mein Leben fürchten muss. Ich würde nur gerne meine Sachen wiederfinden.
Meine Axt, meine Pistole, meine Bazooka. Oh doch, Mr. Ratte, ich hatte eine Bazooka dabei. Ah, er muss hier in seiner Wohnung sein. Ist der Hilfekasten? Ha, da geht's mir gut klar nach der Ladeszene. Warum steht hier ein Verbandskasten? Kannst du mir das erklären? Das sind meine Sachen, oder? Ein Porträt von dem Bild des Jungen, der Sohn der Ratte. Im Tierschalter waren wir doch alle irgendwie Rebellen. How long has it been since you looked outside, Mr. Wayne? To make order out of chaos. Order out of what now? Gib dir bitte meine Sachen. I must tell you, if that's what they do, chaos is winning by a mile. Ich würde gerne meine Sachen wieder bekommen. Sachen. Sachen. Toll, wahrscheinlich mache ich jetzt irgendeinen Fehler, muss den Rest des Spiels ohne Pistole durchschaffen. Ah, Moment. Nicht gut. Down here life will begin. Below the circles of hell. Unter der Hölle. The moving plague of death. Within the labyrinth. Darf ich wieder runter? But that will be the future, Mr. Wayne. Ah, danke schön. Hat man sicher ist. Ja, das muss man ihm lassen. Das kann er wirklich gut. Und rechts hängt ein Schalter. Ich glaube, den hat er selbst bedient eben. Was? Da ist noch was? Da ist gekommen. Als Soldaten. Da Nang 68. Denke mal, ist die Ratte. So, bitte einmal. Klang. Aufwärts, bitte. Das ist doch die, ich glaube, wahrscheinlich die letzte Folge dieses Aufnahmeblockes. Ist für euch relativ uninteressant, aber ich hatte ja gerade eine Ladeszene. So, rüberspringen wäre bekloppt und das X-Ping ist nur wieder nach unten. Also muss ich wahrscheinlich hier hinschieben. Draufschreiben. Moment, ich will erst sehen, was das da hinten für ein Hebel ist. Kann ich ihn auch bedienen? Nö. Der Hintergrund, alles so himmlisch. Für eine Zombie-Cop-Apokalypse. Mit Kiste. Komm mal mit, mein Companion Cube. You are my best friend. My Fisherman's friend. Versteht ihr? Ich glaube, da kann ich nicht durch. Nein. Schieben. Ich würde gerne einfach nur zu einer Speicherstelle kommen. Jedes Mal, wenn die Rädchen unten sich drehen, rechts unten, speichert das Ding nämlich. Hier nicht so Spaß mit, oder? Ja, habe ich gerade irgendein Secret dabei? Bin ich dabei, ein Secret zu lösen, oder? Ich habe tatsächlich meine Zeit verschwendet. If you need my help, you just need to call me, Mr. Wayne. Ah. I will help you stay on the path through my personal hell. Also ich meine persönlich zur Hölle zu kommen. Okay, aber wir sind noch gar nicht in seiner Hölle. Na, herrlich, das ist irgendwie Blutstrom. Alter, mach doch mal irgendwas. Da ist doch ein Weg offen für dich. Heblich. Gut. Ah, das ist jetzt ein Stück runtergegangen. Noch ein Ausweis? Eine Kreis der Hölle aus Dantes Komödie. Anteil der Klassiker, ein Ratten mal beim Bau seiner Zufall Inspiration gedient. Na toll. Na, ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfallen. Mal gucken, was links ist. Nichts. Nichts. Ich muss jetzt nicht alles nochmal machen, oder? Spiel. Spiel. Nein, sie haben mitgedacht. Alles gut. So, und jetzt bitte einmal darüber an. Hopp. Ah, scheiße, das reicht nicht. Eben nochmal hier rauf. Das sind noch meine Sachen. Ich habe keine Lust mehr zu rätseln. Ich will jetzt bitte meine Sachen wieder bekommen. Und zwar ohne. Oh, was ist das?
Ah, hier brauche ich die Axt. Verstehe. Muss meine Sachen... ich bin geirrt. Was ist das? Ach, komm schon, Alter. Alter Mann, du willst dich aber... Moment, vielleicht kann ich das Ding abflacken. Friss! Gestein! Oh, tatsächlich. Eine Ehrenmedaille aus dem Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ein Kriegsheld. So, bla bla. Das heißt, hier unten war ich noch gar nicht. Oder war ich hier doch schon? Autsch. Hopp. Ich bin etwas ratlos. Oben. Ich muss irgendwie auf diese Plattform kommen, glaube ich. Vielleicht muss ich es auch nicht. Vielleicht irre ich mich. Ich bin ein Genie. Au. Ich nehme das mit dem Genie zurück. Aber ich bin ein. Ein und Genie ist gestrichen. Ich bin nur ein. Und eins und eins sind zwei. Das heißt, ich bin schon mal zwei Personen. Das macht mich nicht zufrieden. Das macht mich zu einem Bekloppten. Mip. Ich wollte sagen, bringt Löse zu irgendwas. Runter mit dir. Everybody dance now. Blöder Sui, ohne den hätte ich diesen blöden Jingle gar nicht im Kopf. So. Das Ratte ist weg, er hat auch die Sachen mitgenommen, was auch immer dort stand. Toll, ich habe natürlich direkt vorbeigeschossen. Wenn da auch nur eine Kugel fehlt, Mr. Ratte, dann mach ich aus deinen Zähnen neue Pistolenkugeln. Nur, dass wir uns verstanden haben. Lustig, ja, Steine, meine Taschen sind voll Steine. Kein Wunder, dass ich im Wasser untergehe. So, jetzt bin ich wieder oben, immerhin. Ah. Ich kann sagen, ich brauchte nur das Ding aufmachen. Und muss ihn dann anquatschen. Seht ihr, jetzt speichert es. Jetzt kann ich auch mal einen Schnitt machen. Also. Aufnahmeblock Ende. Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult. Ja, Freund von Ratte! Woohoo! Scheiße, ich habe immer noch so viel Steine in meiner Tasche. Ich glaube, so, das Spiel macht mir sehr viel Spaß, nur ich habe jetzt echt genug an einem Stück gespielt, deswegen machen wir hier den Aufnahmeblock zu Ende. Title Tempest sieht wahnsinnig heiß aus, ihr am Schweine verpasst leider was. Und Schnitt.